Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema globale Maximierung von Funktionen mit zwei Variablen. Im Prinzip läuft es auch wieder so wie im Eindimensionalen. Wir leiten unsere Funktion ab und setzen die gleich 0. Das ist halt hier dann der Vektor der beiden partiellen Ableitungen erster Ordnung. Und dann bilden wir die partielle Ableitung zweiter Ordnung und schauen uns die Hesse-Matrix an, ob die dafür spricht, dass die Funktion dann nach unten offen ist, damit also wirklich ein globales Maximum vorliegt. Anschauen tun wir uns das wieder an einem ganz konkreten Beispiel. Wir haben eine Funktion gegeben, f von x1 und x2 gleich e hoch minus x1 zum Quadrat minus x2 zum Quadrat. Gehen wir also vor, ableiten, 0 setzen, bilden hier die beiden partiellen Ableitungen erster Ordnung. E-Funktion abzuleiten ist natürlich recht einfach. Das bleibt immer erstmal stehen. E hoch irgendwas bleibt in der Ableitung, e hoch irgendwas. Ich muss dann nur noch die innere Ableitung bilden, minus x1 zum Quadrat, minus x2 zum Quadrat, partiell nur nach x1 abgeleitet, ist minus 2 mal x1. Und wenn das gleich 0 sein soll, dann muss dafür gelten, dass x1 gleich 0 ist. Warum? Der E-Term ist immer positiv und damit dann minus 2 mal x1 gleich 0 wird, das ist die einzige Möglichkeit, wie dieses Produkt 0 werden kann, muss also x1 gleich 0 werden. Das ist also der einzige Faktor in diesem Produkt, der 0 werden kann. Dann schauen wir uns die partielle Ableitung, die erste partielle Ableitung nach x2 an. Auch da bleibt e hoch minus x1 zum Quadrat minus x2 zum Quadrat stehen. E-Funktion, e hoch irgendwas ist abgeleitet, e hoch irgendwas. Innere Ableitung ist dann 2 mal x2. Der einzige Faktor in diesem Produkt von minus 2 mal x2 mal e hoch minus x1 zum Quadrat minus x2 zum Quadrat, der 0 werden kann, ist wieder der Faktor x2. Ja, und dein Produkt wird nur dann 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Das heißt, auch x2 muss gleich 0 sein. Ja, wir haben also hier die beiden partiellen Ableitungen erster Ordnung gebildet und wir wissen auch, dass es nur einen einzigen Punkt gibt, nennen wir ihn a, 0, 0. Das ist also der einzige kritische Punkt dieser Funktion, der also für ein Optimum in Frage kommt. Dann brauchen wir hinterher noch die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung, um uns anzuschauen, wie die Wölbungseigenschaften sind. Ist diese Funktion wirklich nach unten offen, damit hier ein Maximum vorliegt? Leiten wir also diese Funktion nochmal nach x1 ab. Ja, da haben wir ein Produkt da stehen, minus 2 mal x1 und unsere e-Funktion. Machen wir die Produktregel, also 2 mal nach x1 abgeleitet, ergibt erster Term abgeleitet, minus 2, mal zweiter Term einfach stehen gelassen und dann zweiter Term stehen gelassen, minus 2 mal x1, mal erster Term abgeleitet, e hoch minus x1 zum Quadrat minus x2 zum Quadrat. Und da brauche ich dann noch die innere Ableitung, weil E-Funktion haben wir jetzt zunächst nur stehen gelassen. Äußere Ableitung mal die innere Ableitung ist wieder nach x1 abgeleitet, minus 2 mal x1. Als Faktor dazu, ja, haben wir also ein Produkt, da stehen minus 2 mal x1 mal die E-Funktion mal die innere Ableitung und die ist minus 2 mal x1. Und minus 2 mal x1 mal minus 2 mal x1 sind also 4x1 zum Quadrat. Und die kann ich ausklammern und hier kann ich die minus 2 ausklammern und das Ganze mal e hoch minus x1 zum Quadrat minus x2 zum Quadrat. Das ist also unsere partielle Ableitung zweiter Ordnung zweimal nach x1 abgeleitet. Wir sehen schon, diese e-Funktion werden wir nie los, die verändert sich nie, die bleibt immer so stehen. Wir haben also nur diesen Faktor davor, der sich ändert. Hier war der Faktor 1, da ist er minus 2 mal x1 und hier haben wir dann 4 mal x1 zum Quadrat minus 2. Dann schauen wir uns das Ganze an.
Ich lösche das hier nochmal. Wir leiten dann diese Funktion hier, teile ich wieder in zwei Faktoren ein, wir leiten sie noch nach x2 ab. Und dann erster Faktor abgeleitet, fällt weg, hängt nicht von x2 ab, haben wir also 0 mal die e-Funktion ist 0, fällt weg. Und dann zweiter Faktor abgeleitet mal erster Faktor, lassen also den ersten Faktor da stehen. Zweiter Faktor abgeleitet, e-Funktion bleibt auch stehen, mal die innere Ableitung minus 2 mal x2. Ja, wir leiten jetzt eben nur nach x2 ab. Dann können wir diese beiden Faktoren hier zusammenfassen. Minus 2 mal minus 2 ist 4. x1 mal x2 mal e hoch minus x1 zum Quadrat minus x2 zum Quadrat. Dasselbe könnten wir machen, wenn wir diese Funktion, die partielle Ableitung erster Ordnung nach x2, nach x1 ableiten. Da kommt genau dasselbe raus wie dieses hier. Oder wir könnten das nochmal nach x2 ableiten, weil die Funktion komplett symmetrisch ist. In x1 und x2 kommt da das Analoge raus, was wir vorher für x1 schon rausbekommen hatten. Ich schreibe das hier also alles nochmal zusammen hin. Die zweite Ableitung hat also folgende Form. Die e-Funktion bleibt stehen und wir multiplizieren mit 4 mal x1 zum Quadrat minus 2, 4 mal x1 mal x2 und hier haben wir auch stehen 4 mal x1 mal x2 und dann haben wir da 4 mal x2 zum Quadrat minus 2 stehen. Und das heißt, wir haben damit unsere gesamte Hesse-Matrix bestimmt als Funktion von x1 und x2. Und der kritische Punkt war 0, 0. Und wenn wir an diesem Punkt einsetzen, das war also f2' an der Stelle 0, 0 berechnen, was bekommen wir daraus? E hoch 0 zum Quadrat minus 0 zum Quadrat ist e hoch 0, ist 1. Dieser Faktor wird also einfach 1. Und dann müssen wir hier einsetzen, 4 mal 0 minus 2 ist minus 2, 4 mal 0 ist 0, 0 und 4 mal 0 minus 2 ist auch wieder minus 2. Und damit haben wir dann also unsere Hesse-Matrix an dem kritischen Punkt 0, 0 ausgerechnet. Was war die Fragestellung? Ja, haben jetzt einiges stemmen müssen hier beim Rechnen. Worum ging es denn überhaupt? Wir sollten ein Optimum dieser Funktion hier finden. Dafür haben wir abgeleitet und 0 gesetzt. Wir haben gesehen, es kommt nur dieser Punkt für ein Optimum in Frage. Wie schaut an diesem Punkt die Hesse-Matrix aus? Naja, in x1-Richtung bin ich nach unten offen, habe eine negative zweite Ableitung. Und auch in x2-Richtung bin ich nach unten offen, habe also alle Voraussetzungen dafür, dass dieser Punkt a gleich 0, 0 ein Maximum ist. Und dann müssen wir uns auch noch die Determinante anschauen. Was ist die hier? Minus 2 mal minus 2 ist 4, minus 0 mal 0 ist gleich 4, ist größer gleich 0. Das werden wir also gleich noch einsetzen und werden sehen, ja, es handelt sich hier tatsächlich um ein Maximum. Schreiben wir das Ganze aber nochmal sauber hin. Ja, wir haben also einen kritischen Punkt gefunden, möchten wissen, ist er ein globales Maximum, untersuchen dafür wieder die Eigenschaften der zweiten Ableitung, sprich der Hesse-Matrix. Dann brauchen wir wieder eine neue Definition, eine symmetrische Matrix A, der Ordnung n kreuz n, heißt negativ semidefinit, wenn die zugehörige quadratische Funktion x transponiert a mal x kleiner gleich 0 ist für alle x aus R. Wenn das nämlich so ist, dann kann man zeigen, dass eine Funktion, deren Hesse-Matrix überall negativ semidefinit ist, nach unten offen ist und dann ist die Funktion konkav. Und bei einer konkaven Funktion ist dann der kritische Punkt, den es in diesem Fall hier oben gibt, wo also die Ableitung
in beiden Richtungen gleich 0 sind, ist die Funktion auch nach unten offen oder konkav. Und bei einer konkaven Funktion ist jeder stationäre Punkt ein globales Maximum. Wie können wir herausfinden, ob eine Hesse-Matrix negativ semidefinit ist? Naja, dafür müssen eben die Hauptdiagonalelemente beide negativ sein, dass die Funktion dort nach unten offen ist, also zumindest kleiner gleich 0. Und die Determinante muss aber trotzdem größer gleich 0 sein. Das zeigt also an, dass diese Richtung, die ich sowohl in x1 als auch in x2 Richtung habe, auch in allen anderen Richtungen gilt. Das haben wir dann eben schon gemacht. Hier steht nochmal die Hesse-Matrix dieser Funktion hingeschrieben mit den entsprechenden Funktionen. Eingesetzt an der Stelle 0, 0 haben wir die Matrix minus 2, 0, 0, minus 2. Sehen eben, dass wir in beiden Richtungen, in x1 Richtung und in x2 Richtung, konkav sind, nach unten offen und die Determinante ist aber positiv. Das heißt, auch in allen anderen Richtungen sind wir nach unten offen und der Punkt, den wir dort gefunden haben, ist tatsächlich das globale Maximum, wie wir auch in der Grafik der Funktion schon gesehen haben. Üben wir das Ganze auch nochmal an einer zweiten Funktion, haben auch hier wieder eine Funktion gegeben und wir sollen überprüfen, ob diese Funktion konkav ist. Haben auch hier wieder eine quadratische Funktion, da haben wir die Terme zweiter Ordnung, gibt nur einen der beiden linearen Terme und dann die Konstante von 1. Wollen also wissen, ist die Funktion konkav? Müssen wir Hesse-Matrix bilden und anschauen, ist die negativ semidefinit. Also machen wir das Ganze hier einmal. Partielle Ableitung erster Ordnung nach x1 bekommen wir 2 mal x1 plus x2 plus 1 heraus. Partielle Ableitung erster Ordnung nach x2, der Term fällt weg. Da haben wir dann stehen x1 minus 2 mal x2 fällt weg, fällt weg. Dann können wir unsere Hesse-Matrix auch schon bilden. Diese Funktion nochmal nach x1 abgeleitet, ergibt hier eine 2, der Rest fällt weg. Diese Funktion nach x2 abgeleitet, ergibt 1. Diese Funktion hier nach x1 abgeleitet, ergibt 1 und nach x2 abgeleitet, ergibt minus 2. Und das heißt, hier haben wir jetzt eine Hesse-Matrix vorliegen, die in der einen Richtung nach oben offen ist, nämlich in x1 Richtung, aber in der anderen Richtung nach unten offen ist, minus 2 ist. Außerdem ist auch noch die Determinante, rechnen wir die auch noch schnell aus, 2 mal minus 2 ist minus 4, minus Nebendiagonale, minus 1 ist gleich minus 5. Ist auch noch kleiner als 0. Das heißt, wir haben hier keine einheitlichen Wölbungseigenschaften in allen Richtungen und deshalb ist diese Funktion nicht konvex und sie ist auch nicht konkav. Schauen wir uns einmal an, wie diese Funktion aussieht. Haben hier den Funktionsgraphen hingemalt und haben dann hier zwar einen kritischen Punkt, wo wir in beiden Richtungen so eine Steigung von 0 hinbekommen können, aber in Richtung von x2 sind wir nach unten offen. Da ist also die Ableitung negativ, unten rechts das Element der Hesse-Matrix und in x1 Richtung ist die Funktion nach oben offen. Und einen solchen Punkt nennt man dann eben einen Sattelpunkt. Und wenn man sich den Funktionsgraph hier in diesem dreidimensionalen Plot anschaut, erinnert er eben auch ein bisschen an einen Sattel. Und da ist dann der kritische Punkt weder ein Maximum noch ein Minimum.